Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, zum Tagesordnungspunkt 3. Das ist der Antrag der Fraktion der Piraten, die Drucksache 6850, freies WLAN für ganz Nordrhein-Westfalen, Freifunk unterstützen. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Herrn Kollegen Lammler das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer auf der Tribüne. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Lammler, bitte noch mal um Ihre Aufmerksamkeit. Ich bitte Sie, falls Sie andere Termine haben, sich für diesen Tagesordnungspunkt nicht interessieren, den Plenarsaal möglichst geräuschlos zu verlassen und die Gespräche einzustellen. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ich bitte sich auch wirklich daran zu halten, verehrte Kolleginnen und Kollegen, nicht mit dieser Lautstärke bei diesem doch auch wichtigen Tagesordnungspunkt im Plenarsaal zu belasten. So, die SPD verlässt doch den Raum. Wir haben das Wort. Ja, doch noch einige da. Also, es geschah so um das Jahr 2000 herum. Da trafen in Berlin ein paar Technikenthusiasten, experimentierfreudige Bastler, Programmierer und Idealisten aufeinander. Und diese Menschen einte eins, der Spaß an neuen Technologien und das Bedürfnis, daraus etwas für die Allgemeinheit zu tun. Diese Zeit, es war die Geburtsstunde einer erfolgreichen Graswurzelbewegung, die wir heute Freifunk nennen. Mittels damals gerade noch so erschwinglich gewordener WLAN-Technologie sollte ein Netzwerk geschaffen werden, welches sich über die Straßenblöcke und Stadtgrenzen spannt. Das Besondere, dieses Netzwerk sollte frei, unabhängig, dezentral, es sollte fest in der Hand der Bürger sein, ein Netzwerk von Bürgern für Bürger. Und das schon vor 15 Jahren, also in einer Zeit, in der nicht mal 30% der Bundeshaushalte einen Computer hatten, geschweige denn einen Internetanschluss. Die technische Entwicklung schritt voran, die Digitalisierung der Gesellschaft nahm immer mehr zu und der Netzzugang und das Internet haben fest in das Leben der Menschen Einzug gefunden. Und Möglichkeiten der Kommunikation und gesellschaftlichen Teilhabe sind entstanden, von denen wir vor 15 Jahren nicht zu träumen wagten. Heute, in einer Zeit, in der die meisten Haushalte mit einem Internetanschluss versorgt sind, in einer Zeit, in der wir Politiker nicht darum streiten, ob, sondern wie schnell dieses Internet sein sollte. Ja, in dieser Zeit könnte man meinen, die Freifunker gäbe es nicht mehr. Doch wer so glaubt, der irrt. Seit Jahren wächst die Zahl der aktiven Freifunkerinnen und Freifunker. Fast wöchentlich entstehen neue Communities, neue Gruppen, neue Vereine in ganz Deutschland und vor allem auch hier bei uns in NRW. Es finden regelmäßige Treffen statt, an denen gefachsimpelt wird. Es wird Wissen ausgetauscht und von und miteinander gelernt. Und ging es früher hauptsächlich darum, sich mit seinem direkten Nachbarn digital zu vernetzen, sind heute ganz andere Ziele in den Vordergrund gerückt. Mitten in unserer digitalisierten Gesellschaft gibt es Menschen, die den Zugang zur digitalen Teilhabe verwehrt bleibt. Häufig sind es Menschen, die unverschuldet in finanzielle Notlage geraten sind. Es sind Senioren, deren Rente einfach nicht mehr für einen Internetanschluss reicht. Es sind Flüchtlinge, die bei uns Schutz suchen und so die Möglichkeit bekommen, mit den Verbliebenen daheim Kontakt aufzunehmen. Diese Menschen profitieren von einem freien WLAN-Netzwerk, denn Freifunk ist Bestandteil der digitalen Allmende. Freifunk ist höchst sozial. Es sind aber auch Besucher und Touristen, die sich über ein freies und kostenloses Internet erfreuen. Durch Freifunk steigt die Standortqualität und so entdecken immer mehr Städte und Kommunen Freifunk für sich. Lokale Freifunkinitiativen werden städtisch unterstützt und das Potenzial dieses bürgerschaftlichen Engagements wurde erkannt. Und auch über Parteigrenzen hinweg gibt es in der Kommunalpolitik Bestrebungen, diese ehrenamtlichen Anpacker, die Leute, die den Netzausbau einfach selbst in die Hand genommen haben, zu unterstützen. Und egal, ob von der SPD, von den Grünen, von der CDU oder gar von der FDP, aus allen Richtungen her bekommen die Freifunkinitiativen Zuspruch und das ist toll, meine Damen und Herren. Applaus
liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können heute hier dazu einen Beitrag leisten, Freifunk noch bekannter und noch erfolgreicher zu machen. Allein der Zugang zu den Dächern der landeseigenen Gebäude würde den Freifunkern viele neue Möglichkeiten zum weiteren Netzausbau bieten und eine nachhaltige Signalwirkung entfachen. Eine landesweite Informationskampagne für Städte und Kommunen würde die Akzeptanz steigern und viele, viele Türen den Freifunkern öffnen. Und wenn NRW auch noch dazu beitragen kann, dass die Störerhaftung für WLAN-Betreiber fällt, ich glaube, dann können wir uns alle hier gemeinsam auf die Schulter klopfen. Dieser Antrag wird jetzt gleich in die Fachausschüsse überwiesen und ich würde mir wirklich freuen, dass wir auch dort über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten, damit am Ende etwas Gutes dabei herauskommt, hinter dem wir alle stehen. Lassen Sie uns zusammen einen Grundstein legen, um dieses Engagement zu würdigen und zu fördern, damit aus NRW ein wahrer Freifunkleuchtturm wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Schneider. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sprechen heute über das Thema Freifunk. Die Piraten haben es mit ihrem Antrag auf die Tagesordnung gebracht und dafür möchte ich vorab erstmal Danke sagen. Wobei im Gespräch miteinander waren wir schon der Auffassung, was Gemeinsames machen zu wollen. Sie sind da wieder etwas ungeduldiger gewesen, macht aber auch nichts, völlig in Ordnung. Denn ich kann es verstehen, die Zeit, die rast und so eine Wahlperiode geht ja doch relativ schnell dann auch für den einen oder anderen zu Ende. Ich glaube aber dennoch, dass wir am Ende zu einem gemeinsamen Papier kommen werden, was wir mit mehr als nur einer Fraktion tragen können. Denn Freifunk, meine Damen und Herren, ist wichtig und findet schon statt in mindestens 44 Orten in Nordrhein-Westfalen. Und damit wird die Internetszene bereichert auf der einen Seite, auf der anderen aber auch das gesamtgesellschaftliche Leben. Denn beim Freifunk geht es nicht alleine um die kostenlose WLAN-Verbindung für alle, um das zu realisieren, sozusagen an der bundesdeutschen Störerhaftung vorbei. Nein, das wäre zu kurz gesprungen. Und da führt auch der Titel, und es ist zugegebenermaßen nur der Titel Ihres Antrags, etwas in die Irre. Denn Freifunk bleibt am Ende kein adäquater Ersatz für die Abschaffung der Störerhaftung, die, und da waren wir uns alle hier einig im Plenum, abgeschafft gehört. Daran kommen wir auch mit dem Freifunk nicht vorbei. Freifunk ist momentan eine Hilfskrücke, um die schiefe Gesetzeslage, die es leider noch gibt, zu umgehen. Vereinfacht gesagt, und meine Damen und Herren, das finde ich wichtig, hier auch noch mal so darzustellen, vereinfacht gesagt funktioniert das technisch so. Die kompletten Internetverbindungsdaten werden über einen Computer in Schweden beispielsweise umgeleitet, sodass der Eindruck entsteht, man sei als schwedischer Internetnutzer hier in Deutschland unterwegs. In Schweden ist die Gesetzeslage nämlich so, dass die Identität des Anschlussinhabers nur offengelegt werden muss, wenn eine Straftat, die mehr als 2 Jahren Gefängnis bedroht wird, begangen wurde über diesen Internetanschluss. Zivilrechtliche Ansprüche können auf diesem Weg, über diese Hilfskrücke, so nicht geltend gemacht werden und vor allem ist der Anschlussinhaber nicht automatisch für die Taten der anderen Nutzer mitverantwortlich. Doch freies WLAN ohne Passwortzugang ist nur ein Add-on, eine nützliche Begleiterscheinung, wenn man so will. Zugegeben, für viele Teilnehmer des Projektes ist es das Argument für eine Beteiligung. Aber wie heißt es so schön, der Wurm muss am Ende dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Denn am Ende zählt nur, möglichst viele Menschen für die Idee zu begeistern. Sie haben es gerade richtig gesagt. Basis dafür ist aber, die Internetnutzer darüber aufzuklären, wie das technisch funktioniert. Beim Blick auf Internetseiten von zahlreichen Freifunkinitiativen sieht man, dass sie sich sehr viel Mühe geben, Laien in Wort, Bild und Ton zu erklären, wie man den eigenen Internetrouter in die Lage versetzt, am sogenannten Mesh-Netzwerk teilzunehmen. Das ist nicht einfach, aber es ist machbar. Und der Chaos Computer Club beispielsweise in Köln bietet derzeit einen Kurs für Menschen, man höre und staune, unter 23 Jahren an, um das ganz tief in die Materie auch diese Menschen einzuführen. Dieses Technikwissen ist nicht
unbedingt erforderlich, nicht von jedem in einem solchen Netzwerk, aber doch zumindest an den Dreh- und Angelpunkten ist Expertise wichtig. Hier können wir als Land tatsächlich zusätzlich ermuntern und ja auch fördern. Denn Freifunk bietet neben dem kostenlosen WLAN-Zugang auch weitere Möglichkeiten. Die Idee ist, ein lokales Ortsnetz zu schaffen, in dem aktuelle Informationen offen und frei für jedermann zugänglich werden können. Sozusagen ein soziales Netzwerk für die lokale Freifunk-Community. Eben erst hat die SPD eine Kampagne gestartet, in der sie fragt, wie wir alle in Zukunft digital leben wollen. Denn das Digitale durchdringt alle Bereiche des täglichen Lebens. So liegt der Marktplatz der Zukunft vielleicht demnächst nicht mehr vor dem Rathaus, sondern im lokalen Freifunknetz. Die Zutaten, beispielsweise für einen Thüringer Bratapfel, werden dann nicht im Stadtpark, sondern im passenden Forum ausgetauscht. Das alles kann man bedauern, aber es passiert. Und wir wollen es gestalten und nicht nur staunend zuschauen. Denn es gibt noch mehr Perspektiven, die sich eröffnen. Zum Beispiel, dass neue Formen des Mikrojournalismus möglich werden in solchen Netzen. Oder die Chance, den Bürgern einer Stadt über ihr eigenes Netz wichtige lokale Informationen zukommen zu lassen. Beispielsweise über Verspätungen im Nahverkehr, über Störungen im Stromnetz oder Hintergründe zu politischen Beschlüssen im Rat. Hinweisen möchte ich aber auch darauf, dass dieses Netzwerk vor der Überwachung der deutschen Justiz zunächst geschützt ist. In Zeiten der Enthüllungen von Edward Snowden sicherlich einerseits ein schöner Nebeneffekt. Andererseits darf dadurch natürlich kein rechtsfreier Raum entstehen, in dem illegale Angebote und Themen offeriert werden. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, jedes Kollektiv ist eben nur so ehrenhaft, wie jedes einzelne Mitglied es sein wird. Auch das ein Thema für unsere breit angelegte Diskussion zum Thema, ich nutze es mal, Hashtag digital leben, an der gerne auch die Abgeordneten der Piraten teilnehmen dürfen, denn ich glaube, das hat Zukunft, das hat Perspektive auch über 2017 hinaus. Ich komme zum Schluss, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. In einen Thüringer Bratapfel gehört eine ordentliche Portion Blutwurst und in den Antrag der Piratenfraktion noch ein ordentlicher Schuss Perspektive. Letztere steuern wir gerne im Fachausschuss bei und stimmen deshalb der Überweisung gerne zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein herzliches Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Für die CDU-Fraktion spricht der Abgeordnete Schick. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wieder einmal müssen wir uns im Landtag mit einem Antrag der Piraten befassen, der sich ausschließlich mit Bundesrecht befasst. Wieder einmal befassen wir uns mit einem Thema, zu dem der Landtag schon längst Stellung bezogen hat. Nur die Überschrift zu diesem Antrag ist ein wenig verändert worden. Worum geht es in Ihrem Antrag? Es geht Ihnen um die sogenannte Störerhaftung. Liegt eine Straftat zugrunde, dann ist es im Internet so, dass immer derjenige verantwortlich ist, der die Straftat begangen hat. Zivilrechtlich ist die Situation im Internet etwas komplizierter. Eine Verantwortung trägt auch derjenige, der einen Zugang zum Internet verschafft hat, wenn er zum Beispiel ein nicht gesichertes WLAN hat, über das die Straftat begangen worden ist. Wie gesagt, das gilt nicht strafrechtlich, aber zivilrechtlich. Richtig ist aber auch, dass die Verantwortung des Einzelnen richtigerweise, das betone ich hier, immer weiter durch Urteile, zum Beispiel des BGH, eingeschränkt worden ist. Die Frage ist also, warum wir uns gerade heute mit dem Thema Freifunk bzw. Störerhaftung befassen dürfen. Die Antwort ist einfach. Es ist ein Gesetzentwurf der Bundesregierung angekündigt worden. Erste Pressemitteilungen lassen vermuten, dass es Erleichterungen bei der Störerhaftung für Cafés oder Hotels geben könnte, möglicherweise aber nicht für Privatpersonen. Wie gesagt, alles im Konjunktiv. Außerdem hat es ein Interview des Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel gegeben, das für etwas Aufregung gesorgt hat. Da sind die Begriffe zivilrechtlich und strafrechtlich etwas durcheinander gegangen. Ich muss sagen, ich habe von ihm schon wesentlich bessere Interviews gelesen. Zur Wahrheit gehört aber auch, er hat schon wesentlich schlechtere gegeben. Entscheidend ist, es gibt keinen Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Thema Störerhaftung. Wir wissen also nicht, was der Bundeswirtschaftsminister vorlegen wird. Aber wir fangen wieder einmal an, ein Thema vorab zu diskutieren, obwohl wir uns im vergangenen Jahr schon klar positioniert haben. Aus diesem Grund ist eine längere Befassung am heutigen Tag unnötig. Wir stimmen der Überweisung aber gerne zu. Vielen Dank, Herr Kollege Schick. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Bolte.
Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir hatten in der letzten Zeit hier häufig Debatten und haben festgestellt, dass die Gestaltung des digitalen Wandels eine Jahrhundertaufgabe ist. Da ein Stück weit fügt sich der vorliegende Antrag in dieses Thema ein, weil er natürlich ein Ziel richtig herausgreift, nämlich das Ziel, die digitale Teilhabe zu erhöhen. Insofern kann ich mich dem Dank des Kollegen Schneider durchaus anschließen, dass wir das hier heute auf der Tagesordnung haben. Denn dieses Ziel, digitale Teilhabe zu erhöhen, das ist ein Ziel, dem sich die rot-grüne Koalition hier in Nordrhein-Westfalen mit Nachdruck verschrieben hat. Auch deswegen hat die Landesregierung im Oktober 2012 eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Störerhaftung unterstützt. Deshalb haben wir hier im Haus, ist gerade schon angesprochen worden, vor knapp einem Jahr, der neuen Bundesregierung genau dieses Thema ins Stammbuch geschrieben, nämlich die Abschaffung der Störerhaftung als einem langjährigen Hemmschuh des Ausbaus offener Zugänge zum Internet. Das ist erstmal gut gewesen. Das ist auch gut gewesen, dass wir das so adressiert haben. Im Moment, das hat der Kollege Schick gerade tatsächlich auch nicht unzutreffend beschrieben, gibt es ja die Diskussion darum, wie macht die Bundesregierung das dann konkret? Und da sind nicht alle Signale ausschließlich positiv. Und ich habe an dieser Stelle auch mehrfach angekündigt, und wir haben da auch einen Konsens drüber, dass die Lösung dieses Problems sich natürlich auch an Kriterien messen lassen muss, dass die Abschaffung der Störerhaftung dann eben auch dem Zweck der digitalen Teilhabe, die digitale Teilhabe zu fördern, dienen muss und dienlich sein muss. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Förderung des Freifunks ist aber mehr als die Abschaffung der Störerhaftung. Es geht auch um Anerkennung des Engagements vieler Bürgerinnen und Bürger, vieler Initiativen vor Ort in unserem Land. Ich kann für meine Fraktion diese Anerkennung aussprechen und mich bei denjenigen bedanken, die durch ihre Arbeit in den Freifunkinitiativen dafür sorgen, dass es mehr Zugangsmöglichkeiten zum Internet gibt. Und wenn wir uns die Lage angucken, dann sehen wir, es gibt eine große Zahl lokaler Initiativen, die die Freifunkphilosophie vorantreiben. Freifunk ist eine Initiative aus der Zivilgesellschaft mit dem Ziel, dezentrale und selbstverwaltete Funknetze aufzubauen, diskriminierungsfreie Zugänge zu schaffen und auch anonymisiertes und unzensiertes Surfen zu ermöglichen. Ich fand das Beispiel, was der Kollege Schneider auch gerade schon angesprochen hat, ein sehr interessantes für kreative Lösungen, die das eben zum Teil auch hervorbringt. Nämlich, Sie hatten es angesprochen, das Projekt von Freifunkern aus Berlin mit den sogenannten Freedom Fighter Boxen gegen die Störerhaftung vorzugehen und eben den Umweg über Schweden zu wählen, mit einem schwedischen VPN-Anbieter Daten zu leiten. Das war ein sicherlich ganz spannendes Projekt. Das zeigt aber nur, wenn man auf solche Lösungen kommen muss, wie groß eigentlich der Handlungsbedarf tatsächlich ist, dieses Thema Störerhaftung endlich in den Griff zu kriegen. Denn wir brauchen, und das ist ja, glaube ich, ein Gedanke, der uns alle eint, wir brauchen mehr Zugänge zum Internet. Wir müssen nicht nur insgesamt mit einem sehr positiven Wachstum von der Nutzerinnen und Nutzer fertig werden. Wir haben ein großes Wachstum an Nutzerinnen und Nutzern im mobilen Internet, und wir haben auch steigenden Datentransfer. Wenn wir uns die Zahlen angucken, bis 2018 wird mit einer Verzehnfachung mobiler Datenverkehre gerechnet. Auch da zeigt sich sicherlich dann eine Herausforderung. Wir haben auch, um die Bemühungen von Freifunkinitiativen anzuerkennen, auf den Seiten des landeseigenen Breitbandconsultings Informationen und Best Practices bereits veröffentlicht. Das auch im Übrigen eine Umsetzung des Koalitionsvertrages. Ich könnte mir vorstellen, dass wir darüber auch noch mal diskutieren, wenn Sie da konkreten Änderungsbedarf haben. Ich möchte erst mal feststellen, wir haben uns da auf den Weg gemacht. Ich glaube auch auf einen guten Weg, aber wir sind natürlich auch da nicht immun gegen Verbesserungsvorschläge. Denn es ist immer sinnvoll zu schauen, wo können wir ja auch als Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker
Initiativen auch vor Ort unterstützen. Ich erlebe das für mich, dass immer mehr kommunale Akteure fragen, wie können wir das machen, wie können wir da Infrastrukturen vor Ort ausbauen. Und es gibt auch einfach eine breite Öffentlichkeit, die diesen Wunsch nach vorne bringt, weiter mehr Zugänge zum Internet zu schaffen. Da gibt es viele Akteure, die wir vor Ort dann auch stärken müssen. Und natürlich, auch das kann ich an dieser Stelle schon sagen, wir sind auch für weitere gute Ideen offen und gehen einfach mit einer ehrlichen Offenheit in diesen Prozess rein. Ich kann für mich sagen, ich freue mich sehr auf die Beratung in den Ausschüssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Es spricht für die FDP-Fraktion Herr Kollege Nückel. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Motto könnte heute auch sein, lasst 1000 Freifunkblumen blühen. Die vielen Freifunkinitiativen entstehen überall. Sie benötigen höchstwahrscheinlich auch gar nicht die Lobpreisung hier durchs Land. Kollege Lammner ist ja gerade auch mal in die Geschichte zurückgegangen. Ich habe auch mal überlegt, wann bist du eigentlich selber damit in Berührung gekommen? Und mir ist eingefallen oder aufgefallen, dass es dann auch schon mal vor 2006, 2005 eine Initiative des Vereins pro Ruhrgebiet gab, das fürs Ruhrgebiet sogar zu machen. Damals bin ich eingestiegen und damals auch haben wir das für Vereine im Kulturbereich, für die ich damals Verantwortung zeichnete, das auch übernommen und haben auch bis heute keine Probleme damit gehabt. Interessanterweise ein paar der alten Schätzchen funktionieren sogar noch. Insofern ist es zu begrüßen, dass eben auch viele kleinere Betriebe, auch Geschäfte in den Innenstädten und eben Vereine in ihren Räumen und außerhalb eben das kostenlos zur Verfügung stellen und auch zu Netzwerken zusammenschließen. Der Appell an die Landesregierung, Freifunkinitiativen zu begrüßen und zu loben, wird zwar jetzt keine unmittelbaren, konkreten Folgen haben, aber schaden kann es natürlich auch nicht. Der Antrag der Piraten beinhaltet einige interessante Anknüpfungspunkte. Eine stärkere Verpflichtung von Institutionen im öffentlichen Bereich ist in der Tat ein wichtiger Punkt, über den wir mit dem Land sprechen sollten. Und Politik sollte natürlich darauf hinwirken, dass öffentliche Liegenschaften oder Ähnliches für Freifunkinitiativen auch mit zur Verfügung gestellt werden, wo immer das möglich und zweckdienlich ist. Und in ihrem Verantwortungsbereich dann vielleicht auch im öffentlichen Bereich darauf hingewirkt wird, dass möglichst viele offene Wireless-Lernzugänge angeboten werden. Etwa vielleicht bei der Vermietung von Flächen und Gebäuden an Dritte, was auch immer. Man muss eben prüfen, wie mit Internetzugängen von Behörden ebenfalls ein Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort geschafft wird. Allerdings, Herr Kollege Schneider, Ihr konkreter Tipp, das vielleicht auch für Mitteilungen jetzt über Staus oder dergleichen zu nutzen, okay, das kann man tun, aber bitte es dann nicht als Sprachrohr für die Mitteilungen der Pressestelle der Stadt benutzen. Ich glaube, das wäre nicht so zweckdienlich. Wichtig wäre es natürlich ferner, dass die Politik auch mit geeigneten Rahmenbedingungen dafür sorgt, das Engagement weiter zu ermöglichen und zu unterstützen. Dazu gehört natürlich das Telemediengesetz, ganz klar. Nicht dort zuletzt werden die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geregelt. Und es hat sicherlich durchaus etwas für sich, Freifunkanbieter genauso wie kommerzielle Access Provider zu verstehen und sie mit den entsprechenden Privilegien auszustatten. Dieser Gedanke findet sich ja nicht nur in Ihrem Antrag wieder, sondern eigentlich ja auch in der Vereinbarung der Bundesregierung. In der Tat, ich glaube, bei der Störerhaftung haben wir vielleicht eine leicht andere Auffassung, weil die ist schon ein aus der Rechtsprechung heraus entwickeltes Konzept. Ich finde, das muss man ein bisschen berücksichtigen und es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, sozusagen sich drumherum zu organisieren, dass dieses Problem, wir haben dieses Problem jetzt in meinem eigenen Bereich nie gehabt. Es gab zwar Versuche von den bekannten Kanzleien und Abmannvereinen, aber vielleicht gut, haben wir Glück gehabt oder wohlmeinende Richter, kann alles sein. Aber man muss sich schon die Frage stellen, ob eine vollständige Freistellung von jedweder Verantwortung, die in der Praxis übrigens ja gar nicht existiert, tatsächlich so gewollt ist, wenn man zum Beispiel bei den Stichworten Datensicherheit oder Integrität von Infrastrukturen redet. Wer kümmert sich darum und wenn niemand verantwortlich ist, wie läuft das dann? Viele umgehen das Risiko der Störerhaftung, indem sie professionelle Dienstleister engagieren.
Sie haben völlig recht, dass im Entwurf der digitalen Agenda, die ja keine ist, wie wir schon mal vor ein paar Wochen hier festgestellt haben, plötzlich nur noch die Beispiele, glaube ich, von gewerblichen Wireless LAN genannt werden. Das Problem der Regierung mit der Gesetzesänderung, es ist ja mittlerweile zäh wie Kaugummi, liegt wohl eher darin, dass das Gesetzesvorhaben von der Rechtsprechung überholt worden ist und man die Gesetzesänderung vielleicht auch gar nicht mehr braucht. Das BGH hatte entschieden, dass sich ein Betreiber von der Störerhaftung befreien kann, indem er beweist, dass er formal einfach nur beweist, dass sein Teilnehmeranschluss ein öffentliches, also als öffentliches Wireless LAN betrieben wurde. Alles Gute, guter Stoff für unsere Beratung im Ausschuss. Die werden bestimmt sehr interessant. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Nöckel. Und nun spricht für die Landesregierung die zuständige Ministerin, Frau Dr. Schwall-Düren. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, ja, es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass engagierte Menschen dezentrale, nicht kommerzielle Computernetze aufbauen. Die Freifunk-Idee ist gut. Von erfahrenen Bürgerinnen und Bürgern selbstverwaltete Infrastruktur für freien Zugang zum Netz. Das vernetzt im besten Fall nicht nur Computer, sondern eben auch Menschen vor Ort. Zum Beispiel beim Freifunk-Jugendprojekt des Chaos Computer Club, der ist schon genannt worden, das an diesem Sonntag in Köln startet. Die Landesregierung sieht Handlungsbedarf vor allen Dingen bei der von vielen von Ihnen schon angesprochenen Haftungsfrage für Betreiber von WLAN-Hotspots. Es kann nicht sein, dass Privatleute, gemeinnützige Vereine, Hotels, Cafés oder andere Gewerbetreibende vor Ort das Risiko der Störerhaftung tragen, Access-Provider davon hingegen ausgenommen sind. Kein Betreiber öffentlicher Hotspots sollte das Haftungsrisiko für den Missbrauch anderer Nutzerinnen und Nutzer tragen. Und deshalb, meine Damen und Herren, hat sich die Landesregierung bereits auf Bundesebene für die Haftungsprivilegierung aller Betreiberinnen und Betreiber öffentlicher WLAN-Hotspots eingesetzt. Und mit Unterstützung der Landesregierung, Sie wissen das, hat der Bundesrat am 21. Oktober 2012 die Bundesregierung gebeten, eine entsprechende Änderung der bisherigen Gesetzeslage zu prüfen. Das muss sicher auch angesichts der neueren Rechtsprechung erfolgen. Ein entsprechender Entwurf der Bundesregierung ist angekündigt und sobald er vorliegt, kann er analysiert und können gegebenenfalls weitere konkrete Schritte der Landesregierung abgewogen werden. Es ist sachgerecht, über Schritte zur Erleichterung des Hotspot-Ausbaus zu entscheiden, wichtig, nachdem diese rechtliche Grundlage für die Neuregelung der Störerhaftung vorliegt und bewertet ist. Meine Damen und Herren, die Landesregierung vertrat 2012 im Bundesrat und vertritt heute dasselbe übergeordnete Ziel wie der Antrag. Betreiberinnen und Betreiber öffentlicher WLAN-Hotspots sind bei der Haftung zu privilegieren wie Provider. Das soll den Ausbau freier öffentlicher Netzzugänge fördern. Ich wünsche mir, dass wir Initiativen ergreifen, nachdem der Entwurf der Bundesregierung zur Überarbeitung der Störerhaftung vorliegt und geprüft wurde und bin gespannt auf Ihre Ideen, die Sie in der Ausschussberatung weiterentwickeln werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Dr. Schwall-Düren. Damit sind wir am Ende der Beratung über diesen Antrag und kommen zur Abstimmung. Der Elsterrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 6850 an den Ausschuss für Kultur und Medien federführend sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk und an den Ausschuss für Kommunalpolitik. Alles andere wie immer. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltungen? Ist nicht zu sehen. Einstimmig so überwiesen. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 5.